Eines ist klar, wir müssen den Klimawandel bekämpfen, aber wir müssen vor allen Dingen uns auch um den Schutz von Tieren und Pflanzen kümmern und den Menschen als Teil dieses Ökosystems verstehen. Nicht als etwas Danebenstehendes, über dem Ganzen Stehendes, sondern als Teil dieses Ökosystems. Und beide Vorgänge wirken ineinander, Klimawandel und Verlust an Biodiversität. Und beide sind überlebenswichtig für das Überleben der Menschheit. Das heißt, sie arbeiten im Grunde an der wissenschaftlichen Grundlage für ein Überlebenskonzept für uns als Menschheit.